Luca Girelli hat in der 52. Minute hat Fribourg-Gottéron den Anschlusstreffer geschossen. Sie haben dann noch mit dem Schiedsrichter diskutiert. Ist es um eine Coaches-Challenge gegangen? Und wenn ja, wieso hat man sie nicht genommen? Ja, wir haben gesehen, es war knapp. Wir keine Bestätigung bekommen vom Video her. Und dann ja, kann schon riskieren, aber dann wenn du falsch bist, bekommst du noch eine Strafe. Und wir waren zwei Goal in Führung. So haben wir so entschieden zu akzeptieren. Und sehr wahrscheinlich haben wir falsch gemacht, weil ich offside war. Ja, wo seht ihr, oder was denkt ihr, wo ist vielleicht der Fehler in dieser Kommunikationskette entstanden? Hat man es schlicht oben gar nicht gesehen? Oder ist einfach die Info nicht bis zu euch gekommen? Ja gut, wir haben eine sehr kleine Staff, dann die Entscheidung muss schnell kommen, oder? Es ist nicht wie daheim ein paar Mal die Wiederholungen und so. So, es muss schnell kommen. So sicher eine Sache, dass wir prüfen für die Zukunft, ob wir können, etwas verbessern in unsere Staff. Aber eben, es muss schnell gehen und es ist nicht immer so einfach. Im Penalty-Schiessen kann man dann keine Coaches-Challenge nehmen, aber dort ist es dann auch lang gegangen. Was war dort der Grund, dass ihr Spielfeldprotest hier eingereicht habt? Ja gut, wir haben gefragt, dass sie das Video schauen gehen, weil der Reto Bär hat sich bewegt im Eishalle und es sieht so aus, dass er er darf nicht von seinem Kreis weggehen. Aber der Schiri hat nicht das Video schauen, so haben wir das Spielfeldprotest gemacht. Jetzt sind Spielfeldprotest hin und her. Die Chancen sind oft sehr klein. Es sind wahrscheinlich zwei Punkte verloren gegangen. Da kann man schon abschätzen, in dieser Phase der Meisterschaft, was das, wie wertvoll die Punkte sind für andere. Ich glaube, wir haben gleich einen Punkt. Wir nehmen einen Punkt heim. Ich glaube, es ist nie einfach, in die Eishalle zu spielen. Ich glaube, wir machen einen Schritt in die richtige Richtung, vor allem in Konstanz über die 60 Minuten, über mehrere Spiele. Wir haben nicht nach dem Spengler Cup, wir müssen viel weniger trainieren. Wir können nur viermal richtig trainieren bis jetzt, also ab dem 1. Januar. So, wir wissen, dass mit guter Arbeit die Konstanz wird kommen und heute ist der nächste Schritt. So, wir spüren, dass wir sind auf dem guten Weg, aber es bleibt noch Arbeit vor uns. Danke vielmals.